Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur ersten Episode des FIFA 16 Karrieremodus. Es geht wieder los. Wir wollen auch dieses Jahr natürlich wieder einen Verein an die Spitze des Profifußballs treiben. Und ich habe bereits auf Facebook und in mehreren Videos angekündigt, welche beiden Vereine das denn werden. Das ist irgendwie ein bisschen blöd von der Zeit von mir, aber ist mir vollkommen egal, denn wir starten heute durch. Wir sind im Early Access und dementsprechend können wir jetzt hier eine Karriere starten. Manuele Pellegrini für die Trainerkarriere. Und natürlich Harry Kane als das Supertalent des englischen Fußballs momentan für die Spielerkarriere. Wir wählen natürlich die Trainerkarriere aus und der aufmerksame Zuschauer wird wissen, wen ich da, beziehungsweise mit wem ich da spielen möchte. Ich werde mir die 60% Erhöhung jetzt bei Newcastle, denn das wird das Team sein, mit dem wir jetzt hier in diesem Video starten werden, nicht dazu nehmen. Den globalen Transfernetzwerk-Scout aber schon. Revanche-Möglichkeit ist auch freigeschaltet, genauso wie Spielerarbeiten, ist mir aber nicht so wichtig. Die 60% Erhöhung, die werde ich bei Arminia Bielefeld in Anspruch nehmen. Bei Newcastle persönlich brauche ich die jetzt nicht, beziehungsweise maße ich mir nicht an, das zu machen. Die will ich so nach oben spielen. In der zweiten Liga ist das doch was anderes. Wir sehen ja Nova 96 als Standardteam, aber natürlich geht es in die Premier League und wir machen da weiter, wo wir in FIFA 15 aufgehört haben, und zwar bei einem Team, das momentan am Abgrund der Premier League steht, in Realität zumindest, und zwar Newcastle United. Wir sehen hier schon sehr viele interessante Spieler, unter anderem Wijnaldum in der Stadt zusammen mit Thauvin, Sissoko, Chancel Mbemba, Tim Krul im Tor. Sieht richtig stark aus. 35 Millionen Transferbudget. Es ist heftig, was die Vereine für Transferbudgets haben. Überlegt mal, Watford, Aufsteiger, 19 Millionen. Wenn man das vergleicht mit Köln, hat 8 Millionen und Hannover beispielsweise. Darmstadt hat 2,2. Ingolstadt hat 4, was ein bisschen lächerlich ist. Hannover hat 10 Millionen. Also das ist wirklich sehr, sehr krass, was da in England so abgeht. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass wir Newcastle an die Spitze des englischen Profifußballs bringen. Und das ist dieses Jahr wieder unsere Aufgabe. Wir spielen auf Legende, 5 Minuten Halbzeit. Strenge bei Finanzen machen wir mit. St. James' Park ist unser Stadion. Und in der ersten Saison wird es weder das Transferfenster geben, noch einen europäischen, also es wird ein Transferfenster geben, aber keinen europäischen Wettbewerb in der ersten Saison. Legende-Aktualisierungen werden heruntergeladen und damit sind wir am Start. Ich werde das in Zukunft wahrscheinlich übrigens wieder so machen, dass ich nachkommentiere, und zwar alles. Bin mir noch nicht ganz sicher, aber jetzt am Anfang muss ich natürlich live machen, weil das für mich ja alles auch noch sehr, sehr neu ist. Das erste Mal, dass ich überhaupt in diesen Modus hier reingehe, bisher habe ich das noch nicht gemacht, aber jetzt wird es langsam Zeit. Ultimate Team habe ich gerade aufgenommen und jetzt geht es hier los. Hemd und Schlips ist gut, dazu nehmen wir Marine Blau, Hautfarbe ist hell und regulär. Und das passt dann ganz gut zu mir. Ich denke mal, ihr wisst ja, wie ich aussehe. Newcastle United beruft MGT als neuen Chef. Überraschend wurde bekannt gegeben, dass MGT neuer Trainer bei Newcastle United wird. Ich finde das nicht so überraschend. Eigentlich weiß man das ja. Der ist ja schon länger da Trainer. Man weiß nicht, welche anderen Kandidaten noch im Gespräch waren. Der Vorstandsvorsitzende sagte nur, ein zielstrebiger Typ, der uns sicher den Erfolg bescheren wird, den wir uns wünschen. Wir haben natürlich auch mit anderen Werbern gesprochen, aber letztendlich sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass ich der richtige Mann bin. Ah, okay, alles klar. Spezialführer für Saisonvorbereitungsturnier. Naja, gut, das Wort habe ich ein bisschen irritiert, aber gut, für die Clubs geht es in die Saisonvorbereitung und in jedem der anstehenden Wettbewerb werden die Teilnehmer in zwei Gruppen aufgeteilt. Die ersten beiden jeder Gruppe ziehen ins Halbfinale ein, solange ein Team im Wettbewerb ist, winken reizvolle Prämien. Der Karrieremodus Speicherstand wird erstellt, Newcastle nennen wir das gute Stück, und natürlich werden wir Saisonvorbereitungsturniere machen, beziehungsweise werden wir eins auswählen und daran teilnehmen. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird. Ich bin allgemein gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Was hier? Ach ja, genau, natürlich möchte ich gerne teilnehmen. Wie das auch mit dem Training sein wird, bin ich wirklich sehr gespannt. Wir haben drei Auswahlmöglichkeiten, und zwar haben wir alles 4-Sterne-Pokale, einmal in Deutschland, in Niederlanden oder in Portugal. Hier haben wir die Teilnehmer Hertha BSC und TSG 1899 Hoffenheim aus Deutschland. Hier haben wir QPR, was eventuell gar nicht mal so schlecht wäre, weil das halt ein englischer Verein ist. Allerdings haben wir da ja sonst nicht so viel Interessantes, und QPR ist ja selber abgestiegen, von daher, bis die wieder aufgestiegen sind, dann bin ich sogar fast dazu geneigt, den mit dem meisten Prestige zu nehmen, den Pokal, beziehungsweise den mit dem meisten Preisgeld. Allerdings auch den schwierigsten wohl mit 4 deutschen Vereinen, Hannover 96, Hamburger SV, 1. FC Köln und Mainz 05. Aber ich denke mal, es ist klar, warum ich diesen Pokal natürlich auswählen möchte. Ich möchte natürlich gegen Köln gewinnen. Daran liegt es, genau. Gut, ich würde sagen, damit sind wir bereits in der Zentrale drin und ich bin sehr gespannt, was wir hier so als Informationen haben. Ligaziel. Wir möchten gerne dabei im Mittelfeld landen. Das sollte möglich sein. Scout Mark Clark, ich wollte Mac Clark sagen, aber das ist Mark Clark, der möchte sich ganz gerne vorstellen. Ist einer unserer Scouts, aber wir werden erstmal alles löschen, was wir hier haben, außer Emre Can, den werde ich direkt mal beobachten, weil den finde ich interessant.
Ansonsten brauchen wir hier von denen noch nichts, denn ich muss erstmal gucken, wie der Kader so aussieht. Wir haben hier noch 2 Scouts, die verfügbar sind. Die Aufträge werden wir mal allesamt löschen und machen das dann demnächst. Den Scout haben wir in Deutschland. Das heißt, wir haben noch welche. Einen lasse ich frei, das ist der hier. Und den schicke ich mal nach Frankreich, weil wir wissen alle, dass Newcastle ein sehr französisch orientiertes Team ist. Ich glaube auch mal, den italienischen Scout schicke ich glatt in die Niederlande, beziehungsweise nach Belgien. Nee, Quatsch, das kann der Scout hier machen. Der kann das übernehmen, die Benelux starten. Okay, damit sind wir fertig. Nein, danke, das tue ich später. Ich möchte später die Quali-Scout-Aufträge feststellen. Nach Innenverteidiger Ausschau halten, das ist unser Ziel. Das können wir auf jeden Fall auch machen. Aber immer noch entscheide ich, was wir hier tun. Wir würden ganz gerne Pokal in der Runde der letzten 16 kommen. In welchem ist ja egal. European International Cup. Deutschland ist das Gastland. Okay, alles klar. Das heißt, wir sind quasi in meinem Wohnzimmer. Das sollte ja kein Problem sein. Ich möchte natürlich experimentieren. Und es geht in der Gruppenphase gegen Hamburg, Hannover und den 1. FC Köln. Das heißt, für die Bundesliga-Fans und euch sehr, sehr interessant. Scout ist unterwegs oder Auftrag ist unklar. Das ist mir aber egal. Denn wir sind am ersten Tag und dementsprechend müssen wir hier noch ein bisschen rumgucken, was so geht. Erstmal gucken wir uns den Kader an. Wijnaldum 80er Rating sieht sehr, sehr stark aus. Wir machen das aber nicht hier, wir machen das natürlich im Teambericht. Das ist ein bisschen besser, denke ich mal. Tim Krull ist 27 Jahre alt, 8,5 Millionen Marktwert und wird unser Torwart bleiben. Dazu haben wir Jan Maat, Chancel Mbemba mit einem 77er Rating, was natürlich sehr nice ist, in dem Alter schon so ein Rating zu haben. Die Werte sehen auch sehr, sehr stark aus. Colocini ist mittlerweile ein bisschen alt, deswegen brauchen wir auf jeden Fall noch einen Innenverteidiger. Aber sieht noch in Ordnung aus. Haidara, ja, immer noch jung, immer noch starker, da mittlerweile Forster Skills, 2 Sterne sogar noch. Das ist natürlich krass. Vernon Anita haben wir hier, der sieht auch in Ordnung aus mit seinen 26 Jahren, vielleicht ein bisschen alt und nicht so entwicklungsfähig, aber okay. Dazu haben wir noch Colback, der in Realität mittlerweile richtig gut ist, meiner Meinung nach. Moussa Sissoko, der auf jeden Fall einer der wichtigen Spieler sein wird. Florian Thauvin auch relativ wichtig. Jorginho Wijnaldum, dessen Bruder ja bei Bochum spielt, auf den freue ich mich besonders dieses Jahr. Papiss Demba Cissé, aber natürlich auch Joan Gouffrin, der mittlerweile ein 75er Rating hat. Rolando Ahrens, der auf jeden Fall eins der Megatalente ist, dass wir in diesem Karrieremodus fördern möchten. Alexander Mitrovic, unser neuer A-Stürmer, das weiß ich jetzt schon. Dazu Ayoze Perez mit einem Marktwert von 4,6 Millionen. Ihr kennt ihn sicherlich alle aus dem alten Karrieremodus. Der wird natürlich auch eine wichtige Rolle spielen. Jamal Lascelles, der wird verliehen werden. Karl Dahlau haben wir hier. 7 De Jong, der ewig verletzt ist. Gabriel Obertan, Scheik T.O.T., der auch sehr stark aussieht. Steven Taylor als Innenverteidiger, Silva Morvo. Dazu noch Mike Williamson, Jamie Sterry, den ich persönlich noch nicht kenne, der aber auch nicht so interessant aussieht. Mark McAulay Gillespie oder sowas, auch 19-Jähriger. Dann noch Callum Roberts mit 18 Jahren, 62er Rating, sieht in Ordnung aus, von den Stats auch gar nicht so schlecht. 77 Dribbling ist sehr, sehr schön. Forster Skills leider nicht, aber in Ordnung. Dazu Alex Gillied, Stats sehen nicht so geil aus, Alter auch nicht, von daher nicht so brauchbar. Ja, Ivan Toney ist, würde ich mal sagen, immer ein bisschen schnell mit seinen, immer in 80 Pace, aber 1 Sterne Week von den 2 Sterne Skills machen ihn ziemlich unbrauchbar. Paul, damit haben wir dann noch als Ersatzlinksverteidiger, ist okay. Curtis gut, immer noch 63er Rating, geil. Biggie Rimana, der entwickelt sich anscheinend auch in Realität absolut nicht weiter. Emmanuel Rivier, der Mann mit dem ehemals roten Auge. Dann noch Rob Elliott, Haris Vučkić, der anscheinend an Wigan Athletic ausgeliehen ist. Shane Ferguson ist ausgeliehen an Millwall, ist, nee, okay, das sind die ersten beiden, die ausgeliehen sind. Remy Cabella, den wir natürlich zurückholen werden, früher oder später, der ist ausgeliehen an Majay, kann auch erstmal bleiben, aber den möchten wir natürlich involvieren in diesen Karrieremodus. Sammy Amiobi ist ausgeliehen an Carlisle, nee, das ist nicht Carlisle, das ist Cardiff. Cardiff hat ein neues Wappen anscheinend, okay. Dann noch Adam Armstrong, auch ein sehr interessanter Spieler, letztes Jahr schon stark gewesen, jetzt anscheinend 86 Tempo, nice. Freddie Woodman kenne ich nicht und das war's mit unserem Kader, okay. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Innenverteidiger, das ist gar keine Frage. Auf der 6, ich werde jetzt erstmal nur so eine kleine sporadische Aufstellung hier machen und mal erstmal die Spieler reinstellen, bei denen ich denke, dass sie ja so ein bisschen die Startelf bilden werden. Mitrovic kommt in den Sturm, wir werden wieder 4-2-3 spielen, wie letztes Jahr auch schon. Sissoko wird auf der 6 stehen und zwar zusammen mit Chaik Tioté. So sieht das aus. Colback kommt auf die Bank. Für wen, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ja, für Vernon Anita. Und dafür kommt dann Rolando Ahrens in die Startelf. Ja, das ist ein bisschen mutig, aber das muss man natürlich auch sein. Gut, ansonsten haben wir hier nicht mehr so viel Interessantes. Zumindest auf der Bank nicht. Lascelles machen wir mit Taylor. Tauschen wir mal. De Jong, Perez. Machen wir es mal hier in der richtigen Ordnung. Torwart, dann kommt der Innenverteidiger. Linkes Mittelfeld, zentral defensives Mittelfeld, zentral offensiv. Okay. Wijnaldum auf der 10, dann T.O.T. und Sissoko. Mbemba, Colocini, Thauvin auf links, Ahrens auf rechts. Das können wir eigentlich auch tauschen, weil Thauvin ja auch auf der rechten Seite spielen kann und da eigentlich zu Hause ist. Hat er Forster Skills? Hat er? Hat Wijnaldum?
Ach nee, der hat ja 3. Ja, totale Frechheit übrigens. Mitrovic mit seinen 2 Sternen, das gilt auch nicht ideal, aber ich denke mal, daran können wir ja arbeiten. Wir brauchen neue Innenverteidiger, das ist auf jeden Fall schon mal sicher. Was brauchen wir noch? Auf der 6 haben wir immer einen Colback als Ersatzspieler. De Jong kann auf der 10 ganz gut spielen, Stürmer aber auf jeden Fall genug. Perez kann, glaube ich, auch 10er, genau. Auf den Außenbahnen brauchen wir auf jeden Fall auch noch Ersatzspieler, denn da sind wir mit Aarons und Thauvin relativ schlecht aufgestellt. Da bräuchten wir mal den Cabella zurück. Außenverteidiger sieht, denke ich mal, ganz okay aus. Zumindest die linke Seite. Rechtsverteidiger können wir immer noch gebrauchen. Müssen wir mal schauen, was wir da so finden werden. Und Torwart sind wir auch gut aufgestellt. Auf der 6, wen haben wir denn dann noch? Ach genau, Anita, da werden wir also auf jeden Fall erstmal, ja, nicht so unbedingt was brauchen. Wir werden mal schauen, was die Scouts so sagen. Scout-Aufträge werden wir also festlegen und der erste ist ein zentraler Innenverteidiger. Ich hätte da gerne einen großen mit Stammspielerqualität im Idealfall und am besten auch noch Kopfballspezialist. Das wäre ganz schön. Der sollte mindestens 18 Jahre alt sein und höchstens so, ja, 25 ist da mein Maximum. Ich denke mal, das sieht ganz ordentlich so aus. Was haben wir noch gesagt? Flügelspieler. Das ist ja so eine gewisse Sache, denn da weiß ich nicht so wirklich, was ich möchte. Ich möchte natürlich, dass er temporeich ist. Das ist, denke ich mal, klar. Dribbler wäre auch ganz schön. Ansonsten ist mir das eigentlich egal. Der Rest kann von den Scouts dann quasi entschieden werden. Da reicht mir auch übrigens 17 und dann stellen wir hier mal den Filter auf 25 und warten ab, was wir da so bekommen werden. Gut, des Weiteren, was machen wir denn? Wir sollten vielleicht noch Stammspielerqualität machen, weil Aarons ist vielleicht, weiß ich nicht. Nee, wir lassen das mal so. Okay, offensives Mittelfeld brauchen wir gar nicht. Wir brauchen eher Außenverteidiger. Und zwar einen, der am besten beides kann. Das wäre ganz schön. Man kann allerdings, ja, Innenverteidiger, warum auch immer das Innenverteidiger heißt, aber gut. Der sollte im Idealfall temporeich sein, weil Schnelligkeit haben wir da nicht so wirklich. Flankenspezialist wäre wunderbar. Und bei dem stellen wir auch mal das Maximalalter von 25 Jahren ein. Und dann sind wir, denke ich mal, schon fast am Ende. Damit sind wir sogar schon am Ende. Den Rest werde ich mir in der Vorbereitung angucken. Ich werde natürlich viele Spieler spielen lassen und dann entscheiden. Training haben wir hier noch. Das ist mit 5 Spielern pro Woche möglich. Machen wir einfach mal spaßeshalber direkt. Und zwar trainieren wir Alexander Mitrovic. Und zwar ja, wo trainieren wir den denn? Bei, was ist denn empfohlen? Chancenerarbeitung. Chancenerarbeitung klingt gut. Übung 2 hinzufügen. Okay, da nehmen wir Rolando Aarons und nehmen da den Dribbling-Parcours. Das ist in Ordnung. Übung 3 hinzufügen. Dann nehmen wir einen Innenverteidiger, und zwar Chancen Mbemba, und machen da Defensive 1 gegen 1 oder Elrondo. Elrondo. Machen wir Elrondo. Dann nehmen wir noch einen Mittelfeldspieler, und zwar Sissoko. Bei dem möchte ich ganz gerne das Schießen trainieren. Schuss. Da haben wir es. Und dann nehmen wir Fernschüsse. Genau, das wollte ich. Und Übung 5. Ups, jetzt habe ich hier mich verklickt. Nein, da sind wir auch falsch. So, da sind wir richtig. Und dann hätte ich ganz gerne noch für den Kollegen Daryl Yamart. Nein, Yamart braucht das nicht. Haidara braucht das. Und zwar hätte ich ganz gerne Flankentraining. Tempo-Dribbling, Zweikampf. Ich hätte ganz gerne Flanken. Flanken, Flanken, Flanken. Flügel, Wechsel, Pässe beherrschen, Eckenreihe, Flanken verwerten. Machen wir mal so. Und das Ganze simulieren wir übrigens. Und zwar alles. Bin ich mal gespannt, wie das so werden wird. Ich habe auch keine Ahnung, wie das aussieht oder so, aber... Nächste Woche kann ich das ja noch machen. Was heißt denn das? Wahrscheinlich habe ich den zu schwer eingestellt und ich habe keine Ahnung, ob die sich jetzt verbessert haben oder nicht. Ah, nee, wahrscheinlich ist diese Leiste, zeigt, wie nah sie am nächsten... okay. Alles klar. Weiß nicht, ob das jetzt so super war, aber egal, wir gehen einfach mal weiter. Und in der nächsten Episode, denn wir sind jetzt mittlerweile schon mal 13 Minuten angekommen, machen wir dann mal das erste Spiel. Und zwar gegen den Hamburger SV. Haben hier schon mal die ersten Spieler, die theoretisch interessant sein könnten. Den können wir komplett vergessen. Perez sieht im Ultimate-Team extrem krass aus. Salah haben wir hier. Antonio Rüdiger können wir auch vergessen, weil der gerade erst gewechselt ist. Salvatore Molina kenne ich persönlich nicht. Daniele Rugani ist gerade, glaube ich, erst gewechselt. Aber auf jeden Fall interessant. Von daher gucken wir uns den mal an. Und simulieren nochmal einen Tag weiter, und zwar zum 4. und sind dann, ach nee, Quatsch, was ich noch machen wollte, genau. Wir können schon mal so ein bisschen unseren Kader ausmisten quasi, denn wir brauchen keine 4 Keeper. Wir können einen davon verkaufen und da machen wir mal, nehmen wir weg. 1,88, 1,85. Karl Darlow, der wird uns verlassen. Zack. Und Woodman ist verliehen. Gut. Dann haben wir hier in der Innenverteidigung der Kollege kann auf der Leihliste. Mal sehen, ob den irgendwann haben will. Genauso wie Curtis Good.
Dem kann ich sogar gleich 2 Jahre verleihen eigentlich. Taylor Mbemba Williamson. Bei dem möchte ich alle noch gucken, ob die sich entwickeln, beziehungsweise wie die so spielen. Das ist auch bei Laskell der Fall. Daran wird sich entscheiden, ob ich den verleihe oder nicht. Ihn würde ich ganz gerne wirklich verleihen, und zwar für 2 Jahre im Idealfall. Das ist super, dass das funktioniert. Gouffrin Aubertin. Den setze ich direkt auf die Transferliste, den brauche ich nämlich nicht mehr. Bigi Rimana würde ich auch ganz gerne verleihen, aber nur für 1 Jahr. Ich habe mir da schon ein bisschen Gedanken gemacht, natürlich. So, offensiv haben wir genug Spieler. Aarons ist schon verliehen. Robert sieht sehr interessant aus, den würde ich ganz gerne verleihen. Neuen Vertrag anbieten sollte ich aber direkt mal machen. Er möchte ganz gerne 3.900. Anscheinend bist du nicht mehr so, man hat es nicht mehr so einfach. Bleiben wir bei künftiger Stammspieler, würde ich sagen. Beim Callum Roberts. Okay. Gillied, weiß ich nicht, Transferliste, habe ich ja gerade gesagt, brauche ich nicht. Und auch Rivier, naja, der kann sich von mir aus nochmal beweisen, aber wir haben eigentlich 3 Stürmer, von daher, nein, komm, Rivier packen wir direkt drauf. Ich mag den sowieso nicht, von daher ist das vielleicht gar nicht so schlecht und ihn setzen wir direkt mal auf, für 2 Jahre auf die Liste. Vucic ist schon verliehen und damit sind wir dann quasi damit schon durch. Okay, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, war es das von dieser ersten Episode. Ich hoffe, euch hat gefallen. Ihr habt einen kleinen Einblick in den Karrieremodus bekommen, in das Training und so weiter und so fort. Ich bin sehr gespannt, wie es mit Newcastle weitergehen wird in den nächsten Episoden. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao.